wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Und ihr seht, ich stehe nicht mehr da, wo ich beim letzten Mal stande. Ich glaube, es lag daran, weil ich Vollidiot... Ach du Scheiße. Es ist wirklich das passiert, was wahrscheinlich schon vielen Dark Souls-Spielern passiert ist. Ich Trottel habe natürlich zwischen den zwei Aufnahmen, also für mich ist es noch der gleiche Aufnahmetag, zwischen den zwei Aufnahmen war ich mal schnell auf dem Klo, jetzt trinke ich noch einen Schluck Tee. War ich mal schnell auf dem Klo und ich war vergiftet und habe mich natürlich nicht geheilt, weil ich nicht am PC war. Und als ich wiederkomme, stehe ich schon hier. Ich bin also also das ist auf jeden Fall der dümmste Tod bis jetzt in Dark Souls 3, vielleicht sogar in allen drei Dark Souls. Ich glaube, das ist mir bisher noch nicht passiert, aber ich habe einfach nicht dran gedacht, dass ich ja vergiftet bin und langsam immer mehr Energie verliere. Scheiße. Das bedeutet, ihr erfahrt jetzt nicht direkt, was da drin ist, weil wir müssen da erstmal wieder hingehen. Oh, ist das bitter, ey. Und jetzt sind wir halt hier, ne, und wollen eigentlich da jetzt durch, aber können wir nicht. Ich will meine Überreste wieder... Ich weiß noch nicht mal, wie viele Seelen da drin sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seelen wir... Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seelen wir da drin hatten. Schon aus dem Grund muss ich da zurück, weil wenn es viele waren, wäre es ja ziemlich blöd. Das ist auch an einem Ort, wo es sehr einfach ist, die zurückzuholen. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich mich dahin gehen, zurück navigiere, wo ich hin will. Verdammt, wo war ich denn? Okay, okay, okay. Nein! Ach, ich Trottel, ich wollte nicht da reinspringen, weil ich natürlich hier stehen bleiben wollte, um mein Gift Level wieder stinken zu lassen. Fuck. War ich da drauf? Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Hier waren wir. Von hier aus, wo sind wir da lang? Wir sind hier lang, genau. So, komm her. Ach, das ärgert mich jetzt, dass wir das echt nochmal machen müssen, weil ich so bescheuert war. Wie gesagt, eigentlich wollte ich die drei da mal wenigstens einmal probieren, aber auf jeden Fall muss ich mir erstmal meine... Oh, liegt da auch was? Ja, auf jeden Fall muss ich erstmal meine Überreste wiederholen. Also erstmal Überreste wiederholen und dann kommen wir direkt hier hin. Zurück. Ach, das ist natürlich alles ein bisschen bitter und ärgerlich. Sorry dafür, aber ist vielleicht auch ein bisschen lustig. Wie gesagt, ich bin einfach am Gift gestorben und hab's halt erst gemerkt, als ich schon wieder zurück war. So. Komm her. Noch nicht tot. Und von hier aus, darüber müssen wir, genau, darüber. Wir haben es noch nicht eingesammelt, es leuchtet jetzt zum Glück noch. Wir müssen darüber. Oh, hat ein bisschen eher zugeschlagen, als ich gedacht hatte. Dann werden jetzt hier wahrscheinlich die zwei Typen wieder getriggert. Seelen einsammeln, wichtig. Okay, waren fast keine Seelen drin, aber trotzdem. Großschwert! Das klingt doch mal interessant. Ich stelle mich so hin, damit ich sehe, falls jemand kommt. Das könnte doch zu uns passen, auf jeden Fall. Ja, es ist schlechter. Es ist schlechter als die Grundwerte von der Waffe hier, von daher brauchen wir da gar nicht drüber nachdenken. Mit Sicherheit braucht es auch Ultra-Großschwert, mit Sicherheit braucht es auch genau die gleiche
Verbesserungssachen, also Titanit. Ein Ultra-Großschwert mit dicker Klinge, das zu den schwersten seiner Art zählt. Es ist kaum tragbar, birgt aber hohe Zerstörungskraft. An den Gerüchten, wonach es die Grenzen menschlicher Kraft prüfe, könnte tatsächlich etwas dran sein. Fertigkeit stampfen. Nutzt das Körpergewicht für einen Ausfallschritt vorwärts in niedrigere Haltung. Erhöht die Balance und führt einen schweren Wirbelangriff. Nee, Wirbelhiebangriff aus. Wir können das immer noch nicht tragen, obwohl wir so stark schon sind und damit diese Großmachete tragen können. Okay, die Axt können wir auch nicht tragen, machen wir 32, 28, also ein bisschen weniger. Ich will aber mal gucken, wie es aussieht. Das sieht schon geil aus. Es erinnert an dieses eine Riesenschwert von Final Fantasy 7 Remake, oder wie das hieß. Gut. Nicht hier runterfallen. Okay, von hier aus gesehen. Will ich von hier aus gesehen irgendwo unbedingt hin? Ach, darüber natürlich. Da liegt ja auch noch was oben drauf. So, verfolgt uns jemand oder? Dann würde ich den gerne hier platt machen. Na, sieht nicht so aus. Ach, wir haben es nicht geschafft. Gerade so nicht geschafft, nicht vergiftet zu werden. Schade. Lila Moosklumpen. Oh, 8 Stück. Naja, dann nehmen wir den mal. Ach, wobei, bin ich bescheuert? Nur weil ich viele Moosklumpen habe, muss es doch nicht sinnvoll sein, die zu verwenden. Es war natürlich... Du wirst in eine andere Welt beschworen. Also diese blaue Dingenszeug scheint auch wichtig zu sein. Na gut. Anrufen aus einer anderen Welt als blauer Geist. Ja, mach mal. Mal gucken, ob das cooler ist. Im Vergleich zu den Wölfen. Das war sehr uncool. Träger der Glut. Träger der Glut. Nameless. Klinge des Finstermundes. Gegen wen muss ich kämpfen? Ach so, gegen den Roten dann wahrscheinlich. Toll. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss, aber ich sterbe einfach jedes Mal. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Geschichte. Ich will einfach mal ein Spiel spielen. Ich glaube, habe ich schon mal gesagt. Braucht dieses PvP überhaupt nicht. Ich bin logischerweise auch gar nicht darauf ausgerüstet. Also diejenigen, die PvP spielen, die werden natürlich gucken, dass sie sich einen Charakter bauen, der dafür geeignet ist. Aber ich bin halt nicht dafür geeignet, weil ich nicht darauf level oder in irgendeiner Form darauf achte bei der Ausrüstung. Von daher werde ich das jetzt auch wieder ablegen. Und nehme mal... Blaue Wächter, nehme mal blauer Pfad. Mal gucken, was da passiert. Ob da auch irgendwann was passiert. So... Ich glaube, jetzt können wir schon wieder zurück, wo wir halt hingehen wollen mit diesen, genau, mit diesen drei fetten Typen da. Also dreimal der. Und ja, es war natürlich total sinnlos, den Moosklumpen zu verwenden, weil ich ja jetzt trotzdem wieder vergiftet werde, wenn ich zurücklaufe. Also das ist ja schon klar. Deswegen war das ziemlich dumm von mir. Beziehungsweise halt einfach Verschwendung, den Moosklumpen zu verwenden. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von da drüben? Ja, ich habe den umgebracht und dann bin ich da rüber, genau. Also muss ich hier lang. Irgendwie muss ich mir das einfallen. Also ich werde versuchen, irgendwie mit Triggern einen von den dreien herzulocken und dann den irgendwie bekämpfen. Also irgendwas in die Richtung ist meine Idee. Aber ich würde halt zu gerne wissen, was da ist. Deswegen werde ich es mal irgendwie versuchen.
Ist halt die Frage, wie mache ich das jetzt am besten? Weil ich kann halt hier mit der Waffe den Bogen nicht einsetzen. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das? Immerhin bin ich schnell, aber... Habe ich noch irgendwas anderes zum Werfen vielleicht? Dass ich eine Wurfklinge vielleicht noch habe? Oder eine Bombe? Mist, wir haben weder Bombe noch Wurfklinge. Nichts zum Triggern. Ah, Jaucheküchlein. Damit, das kann ich werfen. Also entweder habe ich die nicht getroffen oder die sind resistent. Die scheinen resistent zu sein, aber ich habe trotzdem einen getriggert. Oh ja, die Dinger sind so krass. Die sind einfach so krass. Ich habe noch nicht mal angefangen gehabt zu kämpfen, da war ich schon tot. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich kann das auch irgendwie nicht blocken. Ich kann da wahrscheinlich nur ausweichen und wegspringen. Dann habe ich noch dieses Vergiftungsproblem. Oh. Schon ziemlich nervig. Aber es ist nicht so weit weg, wo ich jetzt gestorben bin, immerhin. Naja, dreht ihr mal durch. Ach, ich muss ja da rüber, genau. Da brauche ich immer aus diesem bescheuerten Umweg laufen. Schade, dass er nicht Vergiftung heilt. Und wo bin ich dann lang? Hier lang, oder? Ah ja, das sind sie ja schon. Soll ich es nochmal probieren gegen die drei? Also das Problem ist ja, ich muss halt insgesamt dann drei kaputt machen. Das ist halt schon recht viel. Und ich sah jetzt gar nicht gut aus bei dem ersten, deswegen... Schwierig. Schwierig. Ich würde halt schon gerne nochmal probieren, aber... Hm. Also, passt mal auf. Ich hole mir jetzt erstmal, was da drüben noch liegt. Das scheint recht leicht zu sein. Das ist bitte nur einer. Ne, es sind mindestens zwei. Aber einer kommt alleine, das ist gut. Komm noch bitte zu mir, komm. Ich will den anderen nicht triggern. Hey, hey! Was hat er jetzt davon? Jetzt kann der andere getriggert werden. Es sind bitte auch nur zwei. Hallo, ich hab doch ihn anvisiert und... Und da ist noch einer. Scheiße. Ging ja doch noch mal besser als gedacht. Das machen wir den einen noch platt und sammeln das erstmal ein. Und dann überlege ich mir, ob ich noch mal gegen die drei Klötze da kämpfen möchte. Ist da eine Leiter? Nee, das sah nur so aus. Bisher hat es aber eigentlich in Grenzen gehalten, was die hier so. Was hier so rumlag. So, dann seid ihr auch noch weg. Irgendwelche Pilzmenschen oder sowas. Schriftrolle der Weisen. Ach, finde ich denn hier nur irgendwelches Zauberzeug? Wo ist das jetzt wieder? Schriftrolle der Weisen. Zaubereien der Kristallweisen erlernen. Gib sie einem Zauberer, um die Zauber der Weisen zu erlernen. Wie jeder Zauberer weiß, ist... Wie jeder Zauberer weiß, ist die Zauberei ein Talent und diese Zaubereien wurden verfeinert, um ein ganz besonderes Talent zu fördern. Danke. Ist das etwa Tränen? Traurigkeit meinen die wahrscheinlich, weil die komischen Pilzmenschen, die ich hier zum ersten Mal sehe,
halt irgendwie alle tot sind. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir noch einen Lebenden. Sind das vielleicht die Ureinwohner dieses Waldes? Keine Ahnung. Gut, was machen wir denn jetzt? Ich habe eigentlich keinen Bock nochmal gegen die drei zu kämpfen, weil ich das als ziemlich sinnlos erachte, aber irgendwas in mir will es halt trotzdem machen. Vor denen hatte ich am Anfang auch deutlich mehr Angst. Jetzt, wo der Schaden von mir so hoch ist, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Man muss echt aufpassen, hier nicht die Orientierung zu verlieren. Nicht schon wieder so ein kackgroßer Käfer, ey. Die sind wohl um jeden Wald, oder was? Die machen immer noch kaum Schaden. Ah, ich bin schon wieder gestorben. Ich hab's nicht gemerkt. Geil. 7000 Überreste, also Seelen. Na gut. Ich glaube, es war keine gute Idee, gegen die Krabbe zu kämpfen. Wir hätten einfach an der vorbeirennen sollen, weil das war ja auch gar nicht mein Ziel, gegen die zu kämpfen. Ach, mein Gott, ich würde einfach so gerne da reingehen, weil das eigentlich spannend aussieht, aber okay. Ich muss natürlich meine Überreste holen und ich glaube, ich kämpfe nicht nochmal gegen die drei Großen, weil... Ja, es macht einfach keinen Sinn. Oder ich kämpfe nochmal gegen die drei Großen als letzten Versuch, aber... Benutze so einen Ring, dass meine Seelen nicht verloren gehen. Das hätte den Vorteil, dass ich nicht zurücklaufen muss, weil jetzt bin ich ja eh in dem Gebiet. Ja, ich denke, so mache ich's. Gut, wo muss ich jetzt hin? Ah ja. Da muss ich nur dran denken, den Ring auch anzulegen dann. Wir haben relativ einfache Angriffsmuster, das gefällt mir. Wieso der hier im Ast total spät getriggert wird, keine Ahnung. Vor allem, wenn der andere schon losrennt. Die da drüben lassen wir in Ruhe, die brauchen wir ja nicht platt machen. Irgendwo da in der Richtung müssten unsere Überreste sein. Droppt der was? Nope. Da leuchtet's. Mal gucken, ob ich es schaffe, nicht die... Oh, guck mal, da liegt ganz viel, die Krabbe zu triggern. Ich meine, so schwer sind die eigentlich. Ich habe die auch schon mal platt gemacht. Da liegt halt echt viel bei der Krabbe. Da ist noch irgendwas. Oh, hier liegt auch was. Also man findet hier wirklich unfassbar viele kleine Titanitscheiben. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder was? Ey, wie ich die ganze Zeit im Kreis laufe und es einfach überhaupt nicht merke. Wie krass ist das denn? Jetzt sind wir wirklich wieder hier. Jetzt können wir sogar ohne Probleme ans Leuchtfeuer gehen und uns da heilen, weil wir müssen jetzt, also ich will jetzt ich will jetzt da rüber gehen und ja, das ist ja direkt hier, also da wird ja jetzt niemand lebendig, der nicht sowieso schon lebt. Wie geil. Aber unfassbar. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, an dem Ort rauszukommen, wo ich jetzt halt im Endeffekt rausgekommen bin. Das ist aber, also das ist natürlich ein Kompliment an die Programmierer, hervorragend programmiert, weil das ist ja auf Garantie das, was die schaffen wollten, so eine Art kleines Labyrinth, dass man halt einfach die Orientierung verliert als Spieler und das haben sie komplett geschafft. Würde sogar sagen, dass das mit so am besten umgesetzt ist, was ich bisher bei einem Computerspiel gesehen habe. Oder Videospiel, um es mal allgemeiner zu halten. Oh, warum klappt denn das in letzter Zeit so schlecht, die anzuvisieren? Rechtzeitig, damit die mich nicht treffen. Hier liegt echt unfassbar viel. Oh nein, keine tiefen Gewässer bitte, da kann ich auf keinen Fall gegen die Krabbe kämpfen. Ich weiß halt nicht, ob ich mich hinschleichen kann und die Sachen einfach einsammeln. Nee, jetzt kommt sie schon. Gucken, wie weit ich die weglocken kann. Am liebsten würde ich hier kämpfen, wo dann kein Gift mehr ist. Ah, scheint nicht zu gehen, oder? Na komm.
Es reicht ja, wenn die wieder abhaut. Sag bloß die Haut nicht ab, wäre richtig geil, wenn ich ihn mal umbringen kann. Nein! Ich hatte sie doch fast! Och, fuck! Ich meine, guter Ort zum Sterben auf jeden Fall, sehr guter Ort zum Sterben, aber... Oh Mann, ich hatte sie doch fast! Am Ende wurde ich wieder zu gierig, Dann machen wir erstmal einen Cut. Ah, oh, ist das bitter. Ich muss die natürlich dann nochmal probieren, also dann. Lasst einen Daumen da, schreibt mir, ob ihr es geschafft habt, diese blöde Krabbe da platt zu machen. Da liegt so viel Zeug rum, ey. Wenn ich die platt gemacht habe, kann ich so einsammeln. Das will ich unbedingt. Also Daumen da lassen, kommentieren, Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Bis hoffentlich morgen, euer Paxis. Tschö, tschö.